Oha. Wo sind wir hier? Hier schon, ich glaube schon. Aber wir brauchen wieder einen positiven Zombie, der uns die Spritze wieder vermachen kann. Die hat uns nämlich gerade das Leben gerettet, glaube ich. Königlichen Bunker, okay. Ja, hallo Infernus, ich grüß dich. Boah, ich muss mich gerade mal kurz umlegen. Okay, jetzt geht's weitergehen. Ich spiele Zombie, kennst du das? Wo muss ich jetzt hin? Ah, hier durch das Loch, okay. Uah. Ja, das ist auch nice. Jo, das ist so ein kleiner Zombie-Slayer. Das Lustige an dem ist, wenn du stirbst in dem Spiel, dann ist der Charakter tot. Und dann spielst du einen anderen. Oder wenn du einen Survival-Modus spielst, dann ist das Spiel vorbei. Ich spiele zwar nicht den Survival-Modus, aber trotzdem versuche ich ihn hier am Leben zu lassen. Den Eulen Elijah. So heißt der Typ nämlich, der Designer. Und das ist ein Zombie-Game, das spielt in England. Deswegen sind wir auch gerade im Buckingham Palace. Aha. Ja, so ungefähr. Nur mit mehr Zombie-Schlachten und weniger. Alter, nee, scheiße, ich habe mir das nicht gemerkt. Nein, den Code habe ich mir nicht gemerkt. Und was bedeutet denn das hier? Da sind überall diese verschlüsselten Bilder, aber ich verstehe die nicht. Was war das? Jawohl. Kapazitätsaufwertung für die Pistole, das freut mich. Hä? Warum immer Waldboy? Das hat der Ryzen auch schon gesagt. Das verstehe ich gar nicht. Wegen Fallout 4 oder ist das ein Fehler? Müssen wir jetzt hier hoch? Ich glaube schon. Ach so. Aha, also steht das deswegen dran, oder wie?
Ich bin verwirrt und wo müssen wir hin? Ach so, hier lang. Hallöchen, ich grüße dich. Willkommen bei Zombie. Ah, hier. Hat doch funktioniert. Scheiße. Okay, er lebt noch. Aber er ist selber infiziert, das weiß ich. Der hat sich mich vorhin was gespürt. Und Alter, hier ist so viel los. Wenn die ausbrechen, sind wir am Arsch. Hier sind welche und hier sind welche. Oh Mann, hoffentlich geht's ihm noch halbwegs gut. Wo ist er hin? Sie haben dies Studium Contagione gefunden. Ah, oh, das ist großartig. Wo ist denn der? Ach da! Hätte ich sie doch nur retten können. Ich hab's versucht und hab tatsächlich Fortschritte gemacht. Aber was da überlebt nun? Man kann es nicht leben nennen. Ich bin fast froh, dass meine Omega-Kollegen das nicht mehr erleben. Oh Mann, dem geht's auch nicht mehr so gut. Das ist der Königinsarzt. Oder Königinnenarzt. Was? Oh Mann! Das ist dies letzter Brief an Francis Bacon. Francis Bacon? Ewiger Francis. Und so weiter und so fort. Ja! Er erwähnt den Panazee-Schlüssel. Also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen. Und sie müssen noch irgendwo in London sein. Ich weiß nicht wie, aber wenn sie sie finden und den Schlüssel beschaffen, könnte ich das Mittel herstellen. Bis dahin muss ich weitermachen. Ich habe der Queen und meiner Zunft einen Eid geschworen, die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten. Und das werde ich. Passen Sie auf sich auf. Na, ob er das so lange überlebt hat, bin ich mir nicht so sicher. Dies Briefe 1. Okay. Boah. Schnell wieder zu. Okay, ich würde mal einmal gern Safehouse. Jawohl, das ist doch gar nicht mal übel. Da können wir ins Safehouse gehen. Elijah, du wirst es überleben. Ich weiß es, du wirst es überleben. Kapau. Ah, der hatte schon zwei, drei sehr. Was war denn das gerade? Sehr komische Situation. So, einmal speichern. Da ist er, der Elijah Woods mit seinem Kinderrucksack und ohne Haare. Ja. Das hinter dir, das kam jetzt erst beim Bett an, quasi. Aber okay. Und so, wir müssen jetzt hier ihn irgendwie lokalisieren, den Typen, der irgendwas dabei hat. Ja, und jetzt? Fragezeichen? Kanalisation? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, und nun? Da bist du ja. Was hast Na? du da im Palast getrieben? Na egal. Ich hätte da eine Idee. Na? Es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehl hat Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Da war Sag ihm, schon. der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 Ja, könnte voll. auch nicht schaden. Den Brief in den Brick Lane Wohnungen. Alter, haben wir jetzt so viele Aufgaben oder was?
Also, die Frage ist, was machen wir jetzt zuerst? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich die Briefe eher haben will, wie die Waffen das C4. Aber ich glaube, zuerst die Waffen das C4. Davor noch. Also mal kurz das Lager öffnen. Wir haben keinen Platz mehr im Rucksack, okay. Was sehe ich denn mit diesem Kackgraben? Schade, dass wir den Cricket-Schläger nicht ablegen können, aber hier einmal Munition. Nein! Ich habe Armbrustmunition weggeworfen. So. Einmal so. Was haben wir hier gefunden? Schrotgewehrmunition. Nice, auch nicht schlecht. Zweimal was zum Ablenken. Hier und da und dort. Ein großer Erste-Hilfe-Kasten. Okay, schon nehmen wir mal dafür einen kleinen wieder mit, würde ich sagen. Haben wir nicht noch hier irgendwo kleines Zeug? Da. Okay. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir so loslaufen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Hm. 7 Briefe sammeln. Tower of London. Ja, aber sowas von. Muss schon sein. Victoria Memorial, Bacon Fields, Tower of London, Brick Lane Markt. Hallöchen, ich grüße dich. Ich glaube, wir erreichen noch gar nicht alles. Also, jetzt wird wahrscheinlich überall was angezeigt, wo man hin muss. Nee. Aha, okay. Dann machen wir zuerst mal das hier. Ich glaube, da waren wir schon mal. Da bin ich zufälligerweise hingekommen und habe schon ein paar Türen geöffnet, glücklicherweise. Und da gibt es Waffen und C4. C4 freut mich. Aber es ist so laut, das ist kacke. Bäh. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay. Die Raben von Sie rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Ah. Santa Bloody Kelly. Ich dachte, sie wäre tot. Aber verachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung, scheiße. Die knallen dich hier ab und klauen dir deinen Pop. Alter, was ist da los? Scheiße. Alter, sind das alles Viecher? Ja. Da kommt mit deinem lustigen Hut. Alter, was ist denn da los? Dreh dich nach dem Kabel um. Er hat die Keycard für die mobile Waffenkammer. Boah. Was ist denn das alles hier, was hier angezeigt wird? Ah, okay. Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Das kommt ganz drauf an, ob das dich interessiert. Alter. Guck, reinseppen sozusagen. Boah. Boah. Aha, ein paar Raben. Scheiße. Ich sag dir, im Gegensatz zu früher ist die Army heute ein verdammtes Fehlmann. Du bist drin, also schnapp dir die Knarren. Ruhe hier. Sehr gut. Juhu, wieder eine volle Spritze, das ist doch mal nicht schlecht. Bäh.